Und weiter geht's bei The Last of Us Remastered. Wir müssen der Queen Firefly hinterher laufen, denn wir wollen wieder unsere Waffen zurückhaben. Aber zunächst müssen wir einen Auftrag erledigen. Und zwar irgendwas aus der Stadt schmuggeln. Wird natürlich nicht so ganz einfach. Und im letzten Part wurde auch beantwortet, was die da die ganze Zeit für Karten so hergeben. Oder irgendwas. Das sind Lebensmittelkarten. Also wahrscheinlich dazu da, dass man Essen bekommt. Oder trinken. Oder auch sonst irgendwas. Wie komme ich da hoch? Ach so, jetzt. Okay. Ja, wie gesagt. Und darum geht es jetzt eigentlich. Aber ich bin gespannt, was wir denn aus der Stadt schmuggeln sollen. Ich denke, es wird nichts Legales sein. Also können wir uns ja hier nicht vorstellen. Wenn es schon um Schmuggeln geht. Oh mein Gott. Alles klar. Deine Leute? Oh Der mein Rest von Gott. ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Okay. Hier lang. Die Fireflies sind ja eine Bewegung, beziehungsweise eine Gruppe, Warum die jetzt? gegen das Wir waren Militär ruhig. Wir kämpfen. wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Ja, verteidigen. So nenne ich das auch immer. Wenn ich irgendeinen Blödsinn mache, nenne ich das auch immer verteidigen. Oh, da gibt es ein paar Sachen. Nähset. So, noch was für die Waffe. Okay, gut. Perfekt. Joel, hilf mir doch mal. Was soll ich dir denn dabei helfen? Ja, dann. Attacke. Aufschieben. Wieso sind deine Male verletzt? Soll ich sie nicht verbinden oder sowas? Jetzt Hey, ist. hältst du das noch durch? Jetzt Das ist sie auf geht. einmal sehr schnell unterwegs. Also, ein bisschen fraglich ist schon das Ganze. Die auch wirklich so tut, wie sie soll. Oh je. Moment, Soldaten. Schon wieder Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wieso erschießen wir sie nicht einfach? Immer da dieses Schleichen hier. Schaffen Wir wir müssen doch. zu dieser Tür. Schaffen wir doch nie. Vor allem die eine ist so schnell unterwegs. Okay, dann dahin. Soll ich jetzt nach oben? Ja. Okay, dann ducken wir uns lieber mal. Denn ich weiß nicht. Oh nein. Wie wollen wir denn das schaffen, hey? Ich nehme den hier. Vielleicht ich kann noch den anderen. Ja, toll. Welchen nimmst du? Den da? Ja, wie komme ich an den anderen ran? Hey, siehst du? Ja, was hast du drauf? Und tschüss. Toll. Toll. Wirklich toll. Extrem toll gemacht, hey. Bam, in your face. Komm, geh da rüber. Der Plan war wirklich gut von dir. Muss man ehrlich sagen. Also ich bin restlos begeistert von dieser dummen Aktion. Wirklich sowas von dumm. Wo sind sie denn? Ach, da. Kopfschuss. Jetzt hau ihn doch zusammen, hey. Bam, Alter. Das kriegst du von mir. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Mist. Komm schon. Okay. Nein, ich bin tot. Bin ich tot? Fuck. Wenn ein Gegner dich noch nicht bemerkt hat, wirft Ziegel und Flaschen, um ihn abzulenken. Na toll. Okay. Jetzt sind wir schon wieder da. Also, der erste Fail ist schon mal einkassiert worden. Aber auch nur, weil das richtig kompliziert ist hier. Also die sagt, nimm den einen, ich nehme den anderen. Aber welchen soll ich denn nehmen? So, dann holen wir uns mal einen Ziegel. Okay. Ich nehme den hier. Vielleicht ich kann noch den anderen. Soldat. Kann ich auf den werfen? Ja. Okay. Seid leise. Ach, Tess, du bist doch so behindert. Komm, greif ihn, Alter!
Stirb, dann stirbst du eben so durch die Gnade der Waffen. Oh Gott. Naja, ob ich das jetzt noch packen werde, ist die andere Sache, denn ich habe keine Munition mehr. Wer ist denn das? Ach so. Okay. Ja, jetzt töt ihn doch endlich. Voll. Oh Gott, ey. Ja klar, ja klar, und ich habe keine Munition. Ist logisch. Muss ich mich jetzt auf euch verlassen? Ja klar, als ob, hey, was soll das? Okay, neuer Versuch. Wir müssen zu dieser Tür. Soll ich wahrscheinlich dann den Ziegel irgendwo hinwerfen? Weil Tess hat es ja wie immer vermasselt. Denn sie hat sich leider nicht geduckt. Komm, dann auf geht's. Gehen wir hoch. Okay, alles klar. Also ich versuch's jetzt mal wieder auf eine andere Weise. Kann ja nicht immer sein, dass wir permanent von irgendeinem getötet werden. Ich nehme den hier. Vielleicht ich andere nehme den anderen. Okay, so geht's besser. Wenn wir das gleich gewusst hätten, hätten wir es natürlich gleich so gemacht. Oh Mann! Da ist nochmal ein Ziegelstein. Da vorne ist aber niemand mehr, oder? Okay, vorsichtig. Ja, dann. Vorsichtig. Mhm. Kann ich die aufnehmen? Ja. Kann ich, okay. Tess, du machst immer alles falsch. Also die rennt da einfach durch, die ist doch irre. Die spinnt doch. Aber ist wirklich schwer. So. Okay, und jetzt? Wo ist er hin? Gut. Der wäre erledigt. Kommt der nächste? Kommt da auch noch einer? Ja. So, wir warten jetzt einfach mal, bis er hier reinspringt. Und dann schlagen wir mit dem Holz einfach kaputt. Du bist tot. Bam! Bam! Der lebt noch? Okay, aber jetzt nicht mehr. Oh nein! Den hab ich gar nicht gesehen! Stirb, Alter! Stirb! Bam! Okay. Jetzt töt ihn oder verprügelt ihn. Eins von beiden. Gut. Okay. Waren es jetzt alle? Also ich glaube, der Versuch lief jetzt eigentlich mal ganz gut. Schauen wir mal, ob das auch so bleibt. Sieht zumindest so aus. Also die Queen Firefly spaziert einfach da durch. Das heißt, für uns ist alles okay. Was gibt's da? Warren. Welcher Warren? Okay. Hohenfried. Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ach, die heißt Marlene, okay. Ja, stimmt. Dann wissen wir das auch mal. Dann los. Ja, dann Attacke. Was bleiben wir denn hier eigentlich stehen? So ganz offen, überall. Von jeder Seite könnte man uns attackieren. Jetzt sind wir gleich da. Und die chillt da ihr Leben. Was war da? War doch irgendwas. Eine Flasche. Die nehme ich mal mit. Komm, kann ja nicht schaden, wenn man die mal dabei hat. Ach, waren das schon alle, oder? Okay. Ja, gut. Können wir jetzt in die Tür rein? Ich gehe jetzt einfach mal da rein. So, mach Tür zu. Mach Tür zu. Gut. Sehr schön. Das nennt man Frauenpower, oder? Die brauchen mich gar nicht. Ja, das hören wir jedes Mal. Immer sagt man... Es ist nicht mehr weit. Also 8 Schüsse haben wir noch in unserer Waffe. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön. Und noch eine Flasche. Aber es geht schon. Ich kann schon wieder nicht rennen. Oh Mann. Erstmal am Kopf kratzen. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Geil. Sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt, was wir schmuggeln sollen. Schon wieder eine Küche.
Ich mag's nicht in so Küchen. Ja komm, geh jetzt selber durch oder lass mich durch. Joel, hilf mir mal. Ja. Hätte mich doch gleich gelassen. Wäre doch besser gewesen, oder? Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hey, komm. Ach da. Auf damit. Das ist Ellie. Wir haben sie gefunden. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Na toll. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Was soll denn das werden? Ihr werdet das schaffen. Menschenhandel. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Mhm. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. So sehe ich das auch. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Toll. Woher kennst du sie? Ich kann nicht mehr wieder Tommy. Das kann noch was werden. Wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Das ist keine Ware, das ist ein Mensch. Okay. Seid ihr irre? Menschenhandel. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Ja dann. Auf geht's. Ich darf jetzt mit einem Mädchen durch die Stadt laufen. Mit ein paar Patronen und einer Flasche. Gut. Also, und wo müssen wir hin? Schauen wir uns erstmal um. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber... Ja, was aber? Was war los? Die okay. Fireflies. Also da kommen wir nirgendwo durch. Aber hier, okay. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Oh mein Gott. Okay. Wird, denke ich, gar nicht so einfach, hier durchzukommen. Wäre mal schön, wenn wir irgendwo eine Karte hätten oder sowas. Das wäre mal ganz toll. Aber anscheinend gibt es hier sowas wie Karten nicht. Oder es gibt irgendwo... Ja, wie komme ich jetzt da raus? Was ist das hier? Gar nichts. Hä? Achtung! Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Hm, alles klar. Ja. Ach so, geht's da vielleicht runter? Ja. Okay. Genau, die hat ja gesagt, ich soll sie durch den Tunnel bringen. Ich hoffe, das geht jetzt eigentlich ganz schnell. Aber Ellie wird uns, glaube ich, denke ich, auf noch vielen Wegen hier begleiten. Los, mach hin. Ja, mach hin, ey. Ich duck mich mal lieber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauter Militärpatrouillen hier. Okay, da komme ich nicht weiter. Dann das heißt, wir müssen dann hier lang. Ellie, kommst du noch? Ja, okay. Also Ellie folgt uns auf Schritt und Tritt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wo hoch? Wie sollen wir da hochkommen? Ja. Hab nur kurz Geduld. Können wir da hochklettern? Oder müssen wir da hoch? Also ich sehe jetzt bis hier keine Leiter oder so. Komme ich da vielleicht hin? Auch nicht. Hm. Oder ja, gut. Durch das Haus geht es vielleicht besser. Ah, was kann man hier damit machen? Ach so. Okay. Wir schieben das einfach mal nach vorne. Ob das jetzt natürlich richtig war? Ne, da oben gibt es ja gar nichts. Also muss ich das mitziehen. Okay. Ja, jetzt komm schon. Dreh's. Hallo. Och, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ab.
Ja, genau. So ist brav, so ist brav. Gut gemacht. Sehr schön. Und jetzt rauf. Gut. Perfekt. Also geht noch. Wir finden uns auch selber hier zurecht. Wo ist sie denn? Komm, Ellie. Schlaf nicht ein beim Laufen. Wir sind auf der Flucht. Hallo? Da muss ich jetzt deine Leiter runterlassen. Nein, sie kommt schon. Okay. Alles klar. Gut, also die Mission ist bisher gar nicht so schwer. Ja. Wir finden uns auf jeden Fall zurecht. Ich hol mal lieber die Waffe raus. Kann ja nicht schaden. So, da hinten gibt es auf jeden Fall nichts. Das ist zu. Alles klar. Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin. Mhm. Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. 12? Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Ja, na toll. Mich interessiert es auch nicht. Also könnt ihr mal mit dem Gerede aufhören. Denn ich möchte gerne reden und nicht ständig zuhören. Zählt natürlich auch zur Story irgendwo. Aber dass dann so viele Dialoge kommen, hätte ich zu Anfang eigentlich gar nicht gedacht. So, hier rein, oder? Dann mach mal auf. Hier ist es. Gut. Dass es doch so schnell ging, hätte ich auch nicht gedacht. Erstmal eine Runde hinlegen. Perfekt. Was soll das denn werden? Drei totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Aber wirklich schön programmiert, muss man sagen. Also die Menschen schauen fast echt aus. Fast. Ist schon dunkel? Sieht wahrscheinlich so aus. Und ich glaube, es regnet. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, es regnet. Geil. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ich habe gedacht, wir sind schon dort. Oh. Ja dann. Und so ist, geht's natürlich weiter. Oder kommt jetzt gleich der Tunnel? Nee, anscheinend nicht. Okay. So, und jetzt? Ist es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja. Ist es nicht einfach jetzt leichter, das Fenster aufzubrechen und rauszuspringen? Ach, schon wieder so ein wilder Schrank. Überall sind da so verwinkelte Räume und überall sind Tunnel und Wahnsinn. Also was die sich da in der letzten Zeit alles aufgebaut haben, ist schon sehr interessant. So, was gibt's denn hier Schönes? Generator, oder? Und jetzt? Ach so, ich muss Dreieck drücken. So, und nochmal. Perfekt. Okay, er läuft. Geile Sache. Okay, meine Freunde, dann hätte ich gesagt, beenden wir den Part an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Und nicht vergessen, den Daumen nach oben und bis bald bei The Last of Us Remastered. Und ciao.